Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herz, Seele, Ball, Freunde, es geht nichts über einen schönen Blick aus dem Hotelzimmer. Ich war ja gestern in Darmstadt und ihr seht es, ich schlafe direkt am Hauptbahnhof in Darmstadt. Was heißt, ich schlafe? Ich schlafe nicht mehr. Fahre jetzt weiter nach Ingolstadt über Augsburg, wo ich hätte heute eigentlich arbeiten dürfen. Aber Corona hat es verhindert. Ihr habt es mitbekommen. So, jetzt also noch ein paar Stunden Zug fahren. Wenn die Züge nicht zu voll sind, mache ich das auch ganz gerne. Und ich nehme euch dann später auch noch mit nach Ingolstadt. So, Herz, Seele, Ball für Sonntag. Gerade habt ihr es gesehen. Noch der Bahnhof von Darmstadt. Jetzt bin ich gelandet. Ich muss sagen, in einem sehr schönen Hotel. Blockhotel heißt das. Das ist hier in Ingolstadt. Und das ist so ein bisschen aufgemacht. Na, ich würde sagen, wie eine Fischerhütte. Schön. Und da sitze ich in meinem Ohrensessel. Habe gerade noch der Kollegin zugeschaut von der Sportschau. Weil ich natürlich nichts gesehen hatte im Zug. Und habe die Ergebnisse registriert. Und was natürlich heute vielleicht besonders wichtig ist, ist das Spiel zwischen Gladbach und Hertha. Da steht es 2-0, habe ich gerade gesehen. Ist nicht mehr lange zu spielen. Und das müsste dann auch mal wieder das Ende sein für Trainer Korkut. Weil Bobic hat ja gesagt, wir dürfen nicht verlieren. Und dann hat Korkut das an seine Jungs weitergegeben. Wir dürfen nicht verlieren. Und dann haben sie doch verloren. Oder werden wohl verlieren. Es sind auch ein paar Minuten zu spielen jetzt in diesem Augenblick, wo ich es aufnehme. Aber ich würde gerne noch rausgehen, was essen, um ehrlich zu sein. Und deshalb verzeiht mir, dass ich so ein bisschen in Eile bin. Und Freiburg muss ich loben. 3-2. 2-0 vorne gewesen. Dann hat Wolfsburg ausgeglichen. 2-2. Und dann Schlotterbeck mit einem Traumtor zum 3-2. Ja, und mein einziger Fan, Tobi, hat gesagt, Uli, du musst was über den 1. FC Kaiserslautern sagen. Ja, sage ich gerne. Die sind auf Platz 2 in der dritten Liga. Das sieht sehr gut aus, so als ob sie noch mal hochkommen würden oder wieder hochkommen würden in die zweite Liga. Und ich bin ja immer mal überlegen, mache ich noch ein Jahr, mache ich noch 2 Jahre bei Sky, wenn die mich lassen, wenn ich einigermaßen gesund bin. Also ich würde gerne noch mal auf den Betzenberg. Das stimmt schon. Das ist schon ein besonderer Fußballort gewesen. Ich war dabei, als sie abgestiegen sind. Ich war dabei, als sie deutscher Meister wurden. Da stand ich auf dem Rathausbalkon in Kaiserslautern mit Heino und mit dem Oberbürgermeister und bin mit dem Hubschrauber extra eingeflogen worden. Das waren noch Zeiten. So, das wollte ich noch loswerden. Ja, warum bin ich in Ingolstadt? Ich sag's ja täglich. Schalke spielt. Und ob jetzt Mike Büskens hier sein wird oder nicht, weiß nicht, ob er freigetestet ist. Man hört nichts. Falls ja, kommt er mit dem Hubschrauber noch nach. Nein, mit dem Flugzeug nach München und dann hier rüber nach Ingolstadt. Das ist ja nicht so weit. Also die Spannung steigt und ich bin skeptisch. Die sind abgestiegen eigentlich fast, die Ingolstädter. Aber solche Mannschaften sind immer besonders gefährlich, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Und Schalke, unbeständig. Wird der neue Impuls schon gesetzt? All das dann morgen nach dem Spiel auch hier bei Herz, Seele, Ball. So, das ist auch lustig hier. Normalerweise in Hotels kommt ja immer sowas wie bitte nicht stören oder an die Zimmertür oder was auch immer. Und hier kommt, ihr seht's, ich bin fischen. Schon lustig. Also, Blockhotel in Ingolstadt. Sehr empfehlenswert. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und würde sagen, wir sehen uns wieder. Erstaunlicherweise morgen dann aus dem Audi Sportpark in Ingolstadt. Bin mal gespannt, wie die Stimmung da ist und wo ich da arbeiten darf. Tschüss, bis morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.